Beim G20-Gipfel in Hamburg vor rund 6 Wochen waren mehr als 30 Journalisten kurzfristig die Akkreditierung für die Berichterstattung entzogen worden, wegen ernsthafter Sicherheitsbedenken, wie es später hieß. Den Grund dafür wissen viele bis heute nicht. 2 Bescheide liegen jetzt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Danach basieren die Sicherheitseinschätzungen des Bundeskriminalamtes teils auf fehlerhaften und rechtswidrigen Daten. Für Florian Boyot gehört es im Alltag, bei Demonstrationen zwischen den Fronten zu arbeiten. Bei einem solchen Anlass wurde der Fotograf vor 1,5 Jahren von einer Polizistin umgerannt und anschließend wegen Widerstands gegen Polizeibeamte angezeigt. Das Verfahren endete mit einem Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Doch der Vorgang war längst in der Gewalttäterdatei des BKA gespeichert und blieb auch nach dem Freispruch der einzige Grund, den Fotografen auf die schwarze Liste für den G20-Gipfel zu setzen. Wenn es nicht mal irgendeine strafrechtliche Verurteilung in diesem Zusammenhang gegeben hat, dann ist es skandalös, dies noch in den Dateien zu halten. Auch einem weiteren Fotografen wurde die Akkreditierung entzogen, obwohl er in seinem Leben nur einmal wegen eines Bagatelldelikts verwarnt worden war. Ansonsten enthält die Liste bis zu 10 Jahre alte Einträge, vor allem aber längst geklärte Missverständnisse bei beruflichen Einsätzen. Für den früheren Datenschutzbeauftragten Schaar ein gravierender Rechtsbruch. Als Bundesbeauftragter hatte ich die entsprechende Datei geprüft und festgestellt, dass schon vor etlichen Jahren diese Speicherungspraxis den gesetzlichen und auch verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht entsprach. Da hat man dann viele Datensätze freiwillig gelöscht. Florian Boyot geht es nun auch nicht mehr nur um die eigene Rehabilitierung. Ich nehme an, dass es auch andere Kollegen, die schon auf den Daten sind und die das noch nicht wissen, weil sie keine Akkreditierung vorgenommen haben und die unter Umstand bei irgendeinem anderen Anlass vor der Tür bleiben müssen. Viele Kollegen vom Boyot warten derweil immer noch auf Auskunft, warum ihnen die Akkreditierung zum G20-Gipfel entzogen wurde.